Grüezi, mein Name ist Andreas Franz. Grüezi, mein Name ist Hendrik Hauschild. Es ist morgens um 6.30 Uhr und wir schreiben den 29. Oktober 2022. Der große Tag in Bergün beim Weltrekord. ...175 Jahre Eisenbahn in der Schweiz. Ich freue mich riesig, Sie alle heute hier in Chur persönlich begrüßen zu dürfen. Ja, meine Kinder, aber ich selbst, wir haben jetzt einen Monat lang immer Salat gegessen, aufgegessen und wir sind oberglücklich, dass Petrus uns erhört hat und dass das Wetter uns heute hold ist. Es ist nicht selbstverständlich. Wir freuen uns und nehmen es als gutes Omen für einen Tag, den wir hoffentlich alle nicht so schnell vergessen werden. Wir dürfen gemeinsam etwas machen, was noch niemand gemacht hat bisher. Nämlich, wir versuchen heute gemeinsam den längsten Reisezug der Welt über eine der faszinierendsten Bahnstrecken der Welt fahren zu lassen. Ja, ich habe heute Morgen nach dem Aufstehen gedacht, was haben wir da uns eingebrockt? Aber als ich dann hierher gekommen bin, die vielen glücklichen und erwartungsvollen Gesichter gesehen habe, dann wusste ich, jawohl, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wenn wir gemeinsam nichts wagen, dann können wir auch nicht gewinnen. Wir fahren jetzt mit einem halbhistorischen Zug, darf ich sagen, fahren wir ins Festgelände nach Bergün und dann fahren Sie dann ohne mich weiter nach Breda. Sie sind die Glücklichen unter uns, welche die Möglichkeit haben, mit dem Weltrekordzug, mit diesen 25 Capricorn-Triebzügen, dann zu fahren. Der Zug, der 1910 Meter lang ist, wurde gestern also nochmals gemessen. Und ich habe dort übrigens festgestellt, dass ich mit dem Erbauer des wunderschönen Zuges noch ein Wörtchen sprechen muss. Weil wir haben festgestellt beim Nachmessen, dass er 0,25% kürzer ist, als ich eigentlich dafür bezahlt habe. Ich hoffe, es war nicht, weil er mal gestaucht wurde. Nein, wir sind glücklich über die neuen Capricorn-Triebzüge und ich hoffe sehr, dass wir sie Ihnen heute allen präsentieren können. 25 aneinander. Ja, wie war? Ja, wie war, genau. So schlecht, ja. So ist recht. Mein Name ist Martin Schmitte und ich wünsche ganz viel Erfolg auf dem Weltrekordzug. I'm Yuichi from Japan. Congratulations for this event. Thank you. Okay, guten Tag. Also ich bin der Amon aus der Schweiz. Ich helfe meinem Kollegen Sebastian. Für seinen YouTube-Kanal mache ich Illustrationen von neuen Zügen für den Kanal hier. Eisenbahn in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Peter Weitleitner. Natürlich ist die LGBT-Pesche auch vertreten und ich wünsche der RHB natürlich viel Erfolg für den Weltrekord. Ganz herzlich willkommen. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt hier, ich muss schnell schauen. 2 Stunden und rund 40 Minuten vor Abfahrt des Extrazuges. Sie werden noch einiges an Informationen bekommen. Jetzt im nächsten Schritt geht es darum, dass wir eine Führung bekommen. Wir haben so aufgeteilt, dass es 4 Gruppen geben wird. Die Führung wird sich vor allem um dieses Areal herum abwickeln und dann gehen wir aber auch in den Tunnel hinein. Nehmen Sie bitte am Schluss wirklich auch alles mit. Der Tunnel wird auch der Endpunkt sein, wo wir uns treffen. Spätestens um 12.30 Uhr, at least 12.30 Uhr, we will meet in the tunnel, about 400 meters in the tunnel, and we have there some lunch together. Be surprised what it will be. So sind wir dort etwa um 12.30 Uhr zusammen dann, wo wir dann einen gemeinsamen Lunch haben. Anschließend bitte ich Sie dann wirklich in den Extrazug zu gehen.
einzusteigen. Das wird im Tunnel selber stattfinden. Auch das ein bisschen ein spezieller Einstieg, gewöhnungsbedürftig, aber einmalig. Und wir müssen dann ein bisschen Geduld haben. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr 30 Minuten dauern wird, bis der Zug fahren wird. Die Länge des Zuges von der Rätischen Bahn beträgt 1906,375 Meter. Verkünden, dass der Guinness World Records Titel für den längsten Schmalspur-Personenzug ab heute, den 29. Oktober 2022, mit einer Länge von 1906,375 Meter der Rätischen Bahn in der Schweiz gehört. Congratulations! Zuerst unserem wunderbaren Publikum ganz herzlich Danke sagen. Sie sind es, welche die Rätische Bahn benutzen, welche uns besuchen, welche uns auch immer wieder antreiben, eben Produkte zu entwickeln und versuchen auch Gäste aus der ganzen Welt für uns zu beglücken und ihnen eine Freude machen. Und ich möchte allen ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass sie den Weg hier nach Bergü gefunden haben und dass sie uns hier auch so tragkräftig unterstützt haben mit ihren Emotionen. Ich habe einen grossen Dank und ich möchte aussprechen, ganz zuerst einmal meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber inkludiert auch alle die für unsere Zulieferer, für unsere Partner, die uns in der Sicherheitstechnik, im Gleisbau, bei der Züge selber,
beim Strom, bei den Finanzen, bei allen weiter, bei den Modelleisenbahnherstellern. Wolfgang Bächle, Geschäftsführer von Märklin und damit natürlich auch LGB. Stolz auf den heutigen Tag? Ja, ich glaube, so stolz wie der Herr Dr. Fasciati darf ich glaube nicht sein, weil ich glaube, das war dann schon seine Meisterleistung. Bin aber auch stolz, dass ich dabei sein durfte. Punkt 1, 1910 Meter mal wirklich fahren zu erleben, das ist schon, wie sage ich, in der Schweiz sehr eindrücklich. Wie hier alles durchorganisiert ist, von vorne bis hinten, kann man bloß den Hut vor der Schweiz ziehen, vor der Rätischen Bahn ziehen, insbesondere vor der ganzen Kombinationsgabe von Dr. Fasciati. Da muss man, glaube ich, schon den Hut ziehen, weil das schon ein Wagnis, so ein Projekt einzugehen, vorzubereiten, durchzubringen, war ja, glaube ich, nicht ganz einfach. Ja, für mich war es auch deshalb toll, weil wir ja einen relativ schönen LGB-Zug mit 75 Meter, glaube ich, nachstellen durften. War auch eine kleine Herausforderung für uns, weil wir eigentlich mit den Formen noch gar nicht ganz fertig waren und trotzdem jetzt Muster fast handverlesen gebaut haben. Hat alles gerade noch so auf letzter Naht geklappt, aber ich glaube, kann sich sehen lassen. War ein toller Tag auf jeden Fall. Schönen Dank. Danke auch.